Im Rahmen des Mostvierteltages der Volkspartei gab Landeshauptmann Erwin Pröll in einer Pressekonferenz in Scheibs einen kurzen Ausblick auf wichtige Zukunftsprojekte für diese Region. Vor allem durch die Regionalförderung wird das Mostviertel profitieren, betonte Landeshauptmann Erwin Pröll im Rahmen des Mostvierteltages der Volkspartei. Im Zuge einer Pressekonferenz in Scheibs gab der Landeshauptmann auch einen Ausblick auf wichtige Zukunftsprojekte für das Mostviertel. Speziell in den Tourismus wird verstärkt investiert. Weit über 250 Millionen Euro werden in den Ausbau der Infrastruktur sowie in die Landesausstellung 2015 gesteckt. Aber der entscheidende Punkt für mich und das Ausschlaggebende für diese Entscheidung war einfach das Faktum, dass wir mit dieser Entscheidung für die Landesausstellung in dieser Form, dass wir damit mittel- und längerfristig eine vollkommen neue touristische Entwicklung einleiten können und damit in Verbindung natürlich auch eine vollkommen neue regionalpolitische Zukunftsdimension einleiten können. Scheibs und St. Anton sind die beiden Standortgemeinden, eines der Ausstellungsorte. Aber ich glaube, der ganze Bezirk hat sich hier hinter eine Idee gestellt, die einfach großartig ist. Wir sind der zweitgrößte Wirtschaftspark in Niederösterreich. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen dafür, wie man hier mit dieser Zukunftsperspektive eigentlich umgeht. Ja. Wir hatten vor kurzem eine Zukunftsveranstaltung mit Dr. Menasse, der die Behauptung aufgestellt hat, die ich auch sehr unterstütze, die Zukunft Europas liegt in der Stärke der Regionen. Und da haben mich Kollegen angesprochen, wie gibt es denn das, dass ich hier so wenig Arbeitslose habe, so wenig Mindesthilfeempfänger? Niederösterreich hat mit 600.000 Beschäftigten einen Rekordstand erreicht. Der Bezirk Scheibs hat dabei die geringste Arbeitslosenquote in Niederösterreich. Die Entwicklung auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite muss man, wenn man ehrlich ist, auch dazu gestehen, dass wir zum Beispiel im Süden des Bezirks unheimliche Schwierigkeiten haben mit der Abwanderung. Und um hier entgegenzuarbeiten, wurde auch die Idee dieses Wirtschaftsparks geboren. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sagt, Leute, bleibt hier bei uns. Ihr könnt hier eine tolle Ausbildung erfahren und ihr habt da die Chance auf einen guten Arbeitsplatz. Das ist die Herausforderung jetzt eigentlich. Viel Geld stellt das Land auch für das traditionelle Skigebiet Hochkar bereit. Das eine ist zunächst einmal, dass wir danach trachten, das Skigebiet Hochkar so zu ertüchtigen, dass wir damit vollkommen neue touristische Impulse setzen können. Der sanfte Tourismus ist ja im Trend, wird auch hier verstärkt werden. Ja, sanfter Tourismus und ich würde sagen, auch der alpine Tourismus wird hier verstärkt werden. Und ich glaube, das ist etwas, was man jahrelang irgendwie nicht so richtig in die Hand gekriegt hat. Wir haben einen wunderschönen Naturpark, ich war heuer seit Jahren das erste Mal wieder drinnen, muss ich zu meiner Schande gestehen, und ich war wieder begeistert. Also er ist wunderschön. Und wie gesagt, auch was in Lagnow am Hochkar passiert, ist toll. Und wir können uns da nur bedanken, dass die Zusammenarbeit mit Land da wirklich so gut funktioniert.